What up YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Loadout-Video. Hat ja Ewigkeiten gedauert, bis wieder eins gekommen ist. Das letzte ist, ich habe keine Ahnung, wie lange es her ist, aber richtig lange. Leute, ein Inventar, ein Loadout mit den teuersten Skins von jedem Skin, ja? Also die teuerste Bison, die teuerste MP7, von allem das teuerste. Leute, und wir kommen zusammen auf ungefähr $125.000. Müsst ihr euch mal geben, das ist übelst, übelst krass. Richtig viel Kohle, was man hier für CSGO-Skins ausgeben kann. Unfassbar. Und ja, nach dem alten Schema, wie wir das aus den alten Loadout-Videos kennen, werden wir jetzt ein für alle Mal jeden teuren Skin durchgehen und die werde ich euch zeigen. Quellen gibt es von CSGO-Stash, OP-Skins. Ich habe viel rumrecherchiert im Internet, um diese teuren Skins zu finden. Und ja, und auch um die Preise abzugleichen. Ich habe auch geguckt, was andere YouTuber so gesagt, gesehen haben. Freunde, es geht los. Viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr so viel Geld ausgeben wollt, gönnt euch. Viel Spaß. Mates, wir fangen an. Unser erster Skin, eine Glock 18 Fade in Minimal Wear. Ungefähr $310 kostet das Ding hier. Ist teurer in Minimal Wear als FN. Ja, weil es einfach seltener ist. Finde ich sehr geil. Gefällt mir mega gut. Hätte ich auch gerne irgendwie, aber ich finde es einfach... Also, jeder Skin, der hier auftaucht, Leute, in diesem Video heute, ist unfassbar teuer. Als nächstes, meine Freunde, meine Lieblings-USP. Ja, also mein Lieblings-USP-Skin, Kill Confirmed in StatTrak FN, kostet $310 ungefähr. Finde ich, weiß ich nicht, warum man sich sowas kaufen sollte. Man kann sich genauso gut in eine Infield-Tested kaufen oder irgendeine andere Condition. Sieht fast genauso aus und man muss nicht so viel Kohle ausgeben. Aber hier übel teuer, lecker, lecker, lecker der Skin. Ja, hier wird es ein bisschen günstiger, Leute. StatTrak P2000 Ocean Foam in FN. $120 ungefähr. Ja, gefällt mir ganz gut, aber ich spiele eh keine P2000. Deswegen wäre das hier nichts für mich. Und so viel würde ich schon gar nicht für eine P2000 ausgeben. Eieieiei. So, Leute, und das Ding ist komplett geisteskrank. Das, was ihr hier seht, ist die Minimal Wear Variante. In FN kostet laut CSGO Stash die Souvenir P250 Nuclear Threat ungefähr 2000 Keys, was ungefähr 5000 Euro sind, Leute. Das ist unfassbar. Krass. Ich habe es nirgendwo gefunden sonst. Das ist nur diese Angabe. Leider habe ich nichts anderes dazu gefunden. Aber wenn das wirklich so sein sollte, 5000 Euro hier für eine P250. Krank. Ich finde den Skin zwar sehr geil, aber ey, Leute, für 5000 Euro, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Als nächstes, Leute, haben wir die StatTrak 5.7 Case Hardened mit Full Blue. Gut, die Variante ist jetzt nicht komplett Full Blue. Es gibt aber eine, die ist komplett Full Blue. Aber man sagt so ungefähr, dass diese Blue Gems StatTrak FN hier so um den Dreh für $800 weggehen. Könnte natürlich, je nachdem wie viel Blue drauf ist, mehr oder auch weniger sein. Aber so ungefähr um den Dreh ist das. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr krass. Trilux hatte auch mal eine richtig, richtig krasse geöffnet oder getrade-up, sage ich mal eher. Die hatte schon ein recht krasses Pattern. Ich glaube, die hatten damals geschätzt ungefähr das beste Pattern. So, und da ist es so ungefähr um den Dreh von 900 das Angebot da gewesen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Case Harden feiere ich übertrieben. Ja, als nächstes haben wir wieder eine Souvenirwaffe. Ja, die Leute, die sind heute ganz, ganz groß im Kurs. StatTrak und Souvenir ist hier an der Tagesordnung. Souvenir Tech-9 Nuclear Threat FN, circa $350 hier wert. Das Ding würde ich genauso wenig kaufen. Also, ne. Viel zu viel für eine Pistole, aber auch ein geiler Skin. Ich finde Souvenir-Skins sowieso sehr krass. Schade, dass es da keine StatTrak-Souvenir-Skins gibt, aber sehr cooler Skin, nur echt teuer. Ein Skin, den ich nicht spiele, Leute, gefällt mir aber echt gut. StatTrak CZ Victoria FN, ungefähr $120. Kann man sich gönnen. Ist ja nicht mega viel. Wenn man CZ liebt oder richtig oft spielt, könnte man sich die vielleicht kaufen. Ich meine, so übertrieben viel ist es nicht. Trotzdem, es sind immer noch 120 Euro für ein Skin. Ja, kann man abwägen, ob man das ausgeben will oder nicht. Ich würde es nicht tun. Ein übelst, übelst nicer Skin, aber auch alter Schwede, richtig krass teuer. StatTrak Desert Eagle Crimson Web FN, Leute. FN kostet hier ungefähr $350. Gefällt mir aber sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ja die Minimal Wear Variante, die ist wesentlich günstiger. Dieser Sprung von Minimal Wear auf FN ist einfach überkrass. Ich glaube, das sind
320 Dollar Unterschied schon, nur dieser Sprung. Also ist das Ding hier echt teuer und ja, ich glaube in FN gibt es die echt sehr, 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 sehr wenig. Aber das Geile ist, dass wirklich viel, viel, viel Rot drauf ist und ja, das wäre schon was für mich. Leute, und hier etwas, was ich absolut nicht verstehen kann. Das ist krank. Ja, das sind Souvenir-Dinger. Tatsächlich wirklich 350 Dollar für Dual Berettas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand kauft. Aber tatsächlich sind die wirklich für aktuell circa 350 Dollar im Market drin. Ne? Krass, ich hatte auch mal auf OP-Skins geguckt. Da gehen die auch für den Preis weg. So, Freunde, kommen wir zu den teuersten Sachen. Ja, nicht ganz teuersten Sachen, aber schon übertrieben viel Kohle geht hier drauf. Die Rifles, meine Freunde, die Rifles. Also, auf geht's. So, Freunde, und hier haben wir eine StatTrak AK-47 Case Hardened Full Blue, StatTrak Minimal Wear, und zwar Pattern 1. Ist aus dem Anomaly-Video ungefähr, ja, 30.000 Dollar. Das ist einfach nur krank. 30.000 Dollar wurde für das Ding hier geboten. Einfach amazing. Natürlich gibt es da andere Patterns, die auch noch ein bisschen günstiger sind. Bisschen weniger wert sind. Aber dieses Ding hier, so wie ihr das hier seht, so, das ist auch ein Ausschnitt aus dem Anomaly-Video, ist einfach mal 30.000 Euro wert. Was einfach komplett krank ist. Finde ich sehr geil. Mir gefällt der Skin übertrieben. Aber Leute, das ist einfach ein Auto. Ein richtig schönes Auto, was einfach so aussieht. Krank, 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 krank. Eieieiei, sehr, 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 sehr leckerer Skin. StatTrak M4A4 Hole FN, Freunde. Je nach Float ist das Ding hier ungefähr, ja, mit einer guten Float und lecker, dass es wirklich lecker, lecker, lecker aussieht, kostet das Ding hier ungefähr 3000 Dollar. Man kriegt es aber auch schon wesentlich günstiger. Ja, also man kriegt es auf OP-Skins schon für 2,2, aber mit einer guten Float, sodass es wirklich gut aussieht, sagen wir hier so ungefähr 3000 Dollar. Echt richtig viel Kohle, aber auch ein sehr nicer Skin, muss ich sagen. Ich habe auch eine Hole, allerdings nur in Field Tested und ohne StatTrak. Und ich liebe diesen Skin. Und ja, wenn man das entsprechende Kleingeld hat, sollte man sich auf jeden Fall eine Hole zulegen. Als nächstes wieder ein Souvenir-Skin, eine M4A1S Masterpiece in FN. Geht hier ungefähr für 600 Dollar über die Ladentheke. Gefällt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Wäre jetzt nichts für mich. Ich würde da eher eine Knight nehmen, die ein bisschen günstiger ist. Aber da wir hier wirklich die teuersten Skins suchen von jeder Waffe, gehört das Ding hier mit rein. Ja, würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Oh, Mates. Und hier der Dream. Der Dream, der Dream, der Dream. Souvenir AWP Dragonlore Infactory New. Hierzu muss man sagen, es kommt ganz stark drauf an, was da für Sticker drauf sind. Ja, also wenn ihr da einen JW-Sticker, einen Pasha-Bizep-Sticker oder irgendwelchen von den Main-AWP-Spielern, von den Profis drauf habt, gehen die Dinger auch für wesentlich mehr über die Theke. Ich glaube, das teuerste, was jemals geboten wurde, war um die 50.000 für so eine AWP. Aber wenn ihr eine normale AWP-Souvenir-Dragonlore haben wollt, müsst ihr so ungefähr mit 25.000 Dollar rechnen, weil die einfach so extrem selten sind und das ist, keine Ahnung, wie bei der AK komplett jenseits von Gut und Böse, so viel Kohle hier von AWP auszugeben. Allerdings, oh, es sieht einfach so nice aus. Und hier ein, ja, ein bisschen günstigerer Skin als die AWP. Souvenir Farmers Teardown ist die teuerste Farmers für 141 Euro Dollar hier. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Finde ich jetzt nicht so krass. Als nächstes wieder ein cooler Skin, der teuerste Scout Skin. Hier StatTrak SSG 08 Blood in the Water FN für ungefähr, was war das, 150 Dollar. Gefällt mir ganz gut. Hatte ich früher auch. Nicer Skin. Dann haben wir Autosniper. Autosniper, Autosniper. StatTrak hier. G3, SGE1, bla bla. Autosniper einfach. Executioner, Freunde. Kostet in StatTrak Minimal Wear 130 Dollar. Jetzt kommen halt die Skins. Die braucht man eigentlich gar nicht zu kaufen. Aber ihr müsst euch mal geben. Einfach 130 Dollar für eine Waffe, die man einfach nicht spielt. Ebenfalls Autosniper CT, der günstigste Skin heute, von heute, Leute. Von heute, Leute. 32 Dollar, ist ein netter Skin. Fand ich krass, dass es hier nicht einen teureren Skin gibt. Als nächstes StatTrak SG553 Cyrex. Ja, gefällt mir ganz gut, der Skin. Ich mag nur die Waffe absolut gar nicht. Kostet 35 Dollar ungefähr. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, und das hier, Freunde, ist auch wieder komplett krank. Ein AUG-Skin, Leute. Wer spielt AUG? Fast niemand. Kostet hier einfach circa 500 Dollar. What the fuck? Muss ich sagen, auch sehr selten der Skin. Habe ich so in-game, glaube ich, noch
nie gesehen. Bin am überlegen. Nee, habe ich Ingame wirklich noch nie gesehen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich würde niemals so viel ausgeben für eine AOG. So, kommen wir als nächstes zu dem SMGs, Leute. Und glaubt mir, da überrascht euch auch eine Waffe extrem vom Preis her für eine SMG. Krank. Aber wir gucken mal rein. Ja, Mates. Eine MAC-10 für $140. Ist das nicht krank? Finde ich aber, ich muss sagen, der Skin gefällt mir echt ganz gut. Aber $140 für so eine kleine MAC-10. Hab ich. Als nächstes eine MP7 Souvenir Gunsmoke für $80. Ebenfalls, alter Schwede, für SMGs so viel Kohle würde ich never ausgeben. Und Freunde hier, falls ihr ein bisschen zu viel Kohle habt, könnt ihr hier auch gerne $400 für eine MP9 ausgeben, die einfach nur knallgelb ist. Ja, und übertrieben viel kostet. Factory New, aus dem Grund, ja, so teuer, wirklich auch selten in FN, super selten, $400. Und hier, Leute, $100 für eine PP Bison Modern Hunter. Welcher Mensch gibt so viel Geld aus für eine Bison? What the fuck? No! So, und hier die teuerste SMG, Leute, die Pro 90 Emerald Dragon FN Stat Track für $750. Krass. Finde ich aber geil. Ich muss sagen, erinnert mich so an Dragon Ball. Der Skin ist echt nice. Aber ich spiele keine P90. Aus dem Grund wäre es nichts für mich. Falls ihr P90 spielt und ein bisschen zu viel Geld in den Taschen habt, gönnt euch. Und als nächstes wieder eine Souvenirwaffe. Muss ich sagen, die gefällt mir sogar echt gut. FN, finde ich die richtig nice. Kostet circa $90. Hier als Souvenirwaffe. Ich finde, die Sticker kommen da drauf echt cool. Vor allem auch das rote. Top-Waffe. Bisschen teuer. Dann haben wir als nächstes wieder einen richtig nicen Skin. Also wieder ein Bulldozer-Skin in Souvenir. Passt das einfach mega geil wegen dem gelben mit den goldenen Stickern. Sieht richtig nice aus. Solche laut CSGO-Stash in FN circa $160 kosten. Hab leider nicht viel darüber gefunden. Den Skin, den ihr hier seht, der ist leider MW. Also in FN ist der noch cooler. Würde ich mir gerne holen, muss ich sagen. Wenn ich den finden würde, richtig nice. Yo, hier ein... Alter, da sind Blumen drauf. StatTrak FN Bloomstick Nova für ungefähr $80. Nö. StatTrak Sword of Orange DD Pad für $60. Alter. Nein, Mann. Auf keinsten. Bah, sieht nicht gut aus. Ist zu teuer. Weg. Und hier, den Skin kannte ich zum Beispiel vorher gar nicht. Kostet einfach mal $80 in FN. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Ein blauer Skin für $80. Ja, moin. Und ja, als letztes, ich glaube, der heute hässlichste Skin für $40. Bäh. Nee. Wir kommen zum Knife. Und das, ja, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was das teuerste Knife ist. Schauen wir uns das mal an. Ja, Freunde, und das ist ein Knife, das kann man leider auch nicht ganz so einfach inspecten. Es ist unfassbar selten. Ein Karambit Case Hardened Full Blue, kann man hier schon fast sagen. Blue Gem des Todes ist hier FN. Die Quelle ist aus dem Max Skillet Video, Freunde. Da ging das Ding wohl für circa $55.000 über die Ladentheke, kann man so sagen. Einfach unfassbar. Und ja, das Ding soll es wohl auch angeblich in StatTrak geben, aber keine Ahnung, ich habe leider nur das hier gefunden. Für ungefähr $55.000 ist es einfach amazing, was man für so ein Knife ausgeben kann. Das gibt es natürlich auch ein bisschen günstiger in MEW und anderen Conditions, aber in FN kostet das Ding hier tatsächlich einfach mal $55.000. Krank, was man hier ausgeben kann. Somit kommen wir zusammen, Leute, mit allen Skins, die wir heute im Video gesehen haben. Revolver, Negev nicht mit drinne, weil wurden gestern rausgepatcht. Aus diesem Grund kommen wir mit allen Skins, die wir gesehen haben, auf circa $125.000, die man, wenn man von jedem Skin den besten haben will, oder quasi nicht den besten, aber den teuersten, dann braucht man einfach mal, ja, so einen schönen, kann man sagen, neue S-Klasse, neue Mercedes S-Klasse, ja, kann man sich dann mal eben kurz als Inventar gönnen. Ich würde sagen, das war's mit unserem Video für heute, meine Freunde. Quellen, Links habt ihr alle natürlich in der Beschreibung unten. Dankeschön fürs Zugucken. Ihr könnt mir aber wirklich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes für ein Loadout-Video sehen wollen würdet. Ja, mal gucken, was da so für Vorschläge zusammenkommen. Die kamen nämlich bei euch doch immer sehr gut an. Und ich würde sonst sagen, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da. Haut rein. Peace.